Hey, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier auf der CES 2012. Und was haben wir hier? Den lang verschollenen Asus iPad Memo, jetzt 171 genannt, Memo 171. Hier haben wir ihn, der wurde letztes Jahr auf der CES 2011 vorgestellt, hat es aber leider nicht zu einem Marktstart im letzten Jahr geschafft. Und schauen wir jetzt erstmal die technischen Daten an, da hat sich nichts verändert. Also wir haben immer noch einen Qualcomm 8260 1,2 GHz Dual-Core Prozessor, 1 GB RAM, 16 GB Speicher, außerdem noch 8 GB Asus Web Store. Eine Frontkamera mit 1,2 Megapixel, dann eine 5 Megapixel Autofokus-Kamera auf der Rückseite. Hier die Anschlüsse, die schauen wir uns jetzt gleich mal an. 4400 mAh Akku für 8,5 Stunden Video. Für Videos, also auf jeden Fall ausreichend und mit 7 Zoll auf jeden Fall eines meiner Lieblingsgrößen bei Tablets. So, laufen tut hier Android 3.2 Honeycomb, aber es ist upgradable, wie man hier lesen kann, auf Android 4 Ice Cream Sandwich. Und schauen wir uns das mal von allen Seiten an. Ich fand das ja damals bei der Vorstellung auf jeden Fall schon eines der besten Tablets. Das wurde ja zusammen mit dem Transformer und dem Slider vorgestellt. Also wir haben hier auch noch einen Stylus. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit an dem Tablet. 7 Zoll, eines meiner Lieblingsgrößen. Das ist ein kapazitiver Stylus. So könnt ihr auch das Tablet bedienen, ohne immer mit eurem Finger drauf zu touchen und so Fingerabdrücke drauf zu haben. Und, Moment, hier haben wir die Frontkamera, dann hier auf der rechten Seite die Lautstärketasten, hier den Micro-SD-Kartenslot und einen SIM-Kartenslot, eingebautes Mikrofon, auf der Rückseite hier die 5-Megapixel-Kamera, aber ohne Fotolicht, wie man sehen kann, und die Lautsprecher. Ja, das Asus iPad Memo, so, 171, hier auf der CES 2012, es ist wieder da und es freut mich auf jeden Fall. Yeah, yeah.